Liebe von hier ist euer Steinwallen. Wir sind in der Abtei der Weißen Rose. Ich will es nicht schon wieder falsch sagen. Hier haben wir einen Hinweis bekommen, nämlich von Nerissa, eigentlich unserer Erzfeindin, dass wir hier möglicherweise etwas finden, was uns, oder dass wir mit Sicherheit hier etwas finden sollen, was uns gegen Irovetti helfen wird. Das Ganze könnte aber auch eine Falle sein. Dementsprechend, ich habe unsere Truppe vorbereitet. Ich hoffe, wir sind auch... ja, auf alle Eventualitäten eingestellt. Mal schauen. Erstmal liegen hier nur ein paar harmlosen Kisten in der Gegend herum, die wir untersuchen können. Das ist nur Schnaps. How curious. Eine Falle. Okay. Ich höre schon irgendwas. Okay, wie schwer war die Falle? Schwierigkeitsgrad 34. Ja, das ist schon gar nicht so wenig. Und wen haben wir denn hier? Mächtiger Wehrtiger. Gegen so einen haben wir noch nie gekämpft. Ob der dann auch zu dieser Schlüsselladung gehört? Ein... interessantes Wesen. Und noch eine Falle dahinter. Das ist natürlich unschön. Das ist sogar sehr unschön. Das heißt, unsere Fernkämpfer dürfen nicht nach vorne kommen. Dann starten wir mal mit einer, wie ich finde, mit einer Beschwörung. Kann eigentlich hier Frau auch was beschwören? Sie kann Tote beleben. Ja, soll sie das doch mal dahinter machen. Und Waylon macht das auch mal. Waylon wird ein Erdelementar. Machen wir mal wieder unser Feuerelementar. Ah, das passt gerade nicht. Das heißt, Waylon muss noch ein bisschen nach vorne gehen. Dann würde es auch gehen. So. Lindsay kann schon mal ein bisschen Musik machen. Okay, damit geht's los. Die Toten sind natürlich dort schon in die Falle getappt. Aber ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Dann lösen sie die schon aus. Wisst ihr was, wir machen doch was anderes. Wir machen einen kontrollierten Feuerball. Gefällt mir jetzt besser, dort hineinzumachen. Und, ah, hier kommen von den Seiten sogar welche. Das ist gar nicht so schlecht. Dann können wir uns ja auch mit Gegnern befassen. Valerie hier. Der Hund soll mal dorthin gehen. Harem kann hier mithelfen. Ihr verrückt hier mit. Was ist jetzt mit dem Feuerball? So, der Hund bitte nicht darüber, über die Falle gehen. Du kannst hier... nein, 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 nein. Du kannst hier angreifen. So, und jetzt müssen wir uns aber ein bisschen fokussieren. Ja... also die Skelettstreiter, die waren gar nicht so übel, glaube ich. So, jetzt kommt unser Feuerball. Der erzielt einen ordentlichen Effekt. Ich würde sagen, wir machen gleich den nächsten nochmal mit rein. Nur, dass unser lieber Hund hier auf dieser Seite bleibt. Aber wir haben hier die Fernkämpfer schon ausgeschaltet. Das ist doch in Ordnung. Dann kann Valerie hier hingehen. Harem geht erstmal hier hin und ihr Fell geht nicht über die Falle. Ne? Immer noch das... Thema Falle hier. Relevant. Ah, jetzt haben wir sie ausgelöst, weil ich nicht aufgepasst habe. Schnell mal alle zurück. Wenn es nur den Hund erwischt, ist nicht so schlimm. Ah, ja, 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 ja. Ging aber. Ging aber. Okay, dann haben wir jetzt freie Bahn. Ist vielleicht sogar ganz gut. So, der nächste Feuerball. Haut rein. Den Rest werden wir so erledigen, würde ich mal sagen. Geht noch allen einigermaßen gut. Müssen uns keine allzu großen Sorgen machen. Die Fernkämpfer könnten aber durchaus da hinten mal auf die anderen schießen. Aber die Sache ist jetzt durch. Okay, wir kriegen noch ein bisschen Giftschaden. Obwohl ich glaube, Schutz vor Vergiftung gewirkt hatte. Irgendwas wirkt hier immer noch. Ich weiß es nicht. Was denn? Säurepfeil. Gut. Wir machen einmal Heilung für die Gruppe. Ja. Ist das jetzt noch lange mit dem Säurepfeil? Ich hoffe nicht. Wie lange läuft das denn noch? Permanent? Ne, das ist dein Köcher mit Liebespfeilen. Ich glaube, das war das letzte Mal. Okay. Gut. Wie geht's unserem Hund?
Der ist auch noch gut dabei. Hervorragend. Ja, dann gucken wir uns hier erstmal um, was hier noch so zu finden ist. Ewiges Sonnenlicht, Tagebuch eines Pilgers. Ich überfliege es mal so ein bisschen. Reinheit, Fieber, göttliche Strahlen, tiefer Schlummer. Macht jetzt nicht irgendwie einen Eindruck, als hätte das was mit uns zu tun. So, was hatten die bei sich? Eine oder andere gute Rüstung und Waffe, die gerne mitgenommen wird. Jawohl. Oh ja, gute Messer sogar auch dabei. Dann wird doch gerne geplündert. So, das dürften alle gewesen sein, die hier rumliegen. Hier unten, die wollen wir auch nicht vergessen. Geht es ja eigentlich links und rechts noch irgendwo weg? Nein. Wehrratte waren das. Achso, die haben wir schon mitgeplündert. Sehr gut. So, dann haben wir natürlich hier nochmal eine Falle. Und ein Geheimversteck. Und gleich noch die nächste Falle. Okay. Kümmern wir uns erstmal um die nächste, bevor wir das Versteck uns angucken. Den lockeren Ziegel hier. Ein interessanter Ring. Chaosring. Was macht der Chaosring? Dieser Ring gewährt seinem Träger einen Ablenkungsbonus von +4 auf die RK und einen anhaltenden Effekt des Zaubers Bewegungsfreiheit. Nur chaotische Charaktere. Okay, das ist also ein vierer Ring, der noch ein bisschen besser ist. Chaotisch ist bei uns... warte mal, sind so einige. Also Harren könnte das. Harren hat einen Schutzring. Oh ja, sehr gut. Sehr gut. Bringt ihn eine Rüstungsklasse mehr und dann auch noch Bewegungsfreiheit. Hervorragend. Das ist eine echte Verbesserung für einen unserer wichtigsten Leute hier im Dream Team. Was für ein Aufstieg, ne? Harren hatten wir lange Zeit geschmäht. Warum nehme ich eigentlich den ganzen Alkohol mit? Naja, das frage ich. Weiter. Geht's, oder geht's da noch weiter? Nee, das ist nur so eine komische Nische. Was ist das? Hier haben die sich immer getroffen mit Nerissa. Hier ist irgendwie so ein Fluss. Die nächste Falle. Und die nächsten Gegner hinter der Falle. Ich hasse es, Leute. Ich hasse es. Bleibt stehen. Ich würde sagen, wir mit den Skelettkriegern, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Mach das mal wieder. Und Waylon kommt. Wir machen auch nochmal einen kontrollierten Feuerball. Und dann kann es losgehen. Eindringlinge tötet sie. Ja, du bleibst mal bitte dort stehen. Okay. Wow. Was war das? Was geht hier ab? Puh, hier hat irgendeiner was drauf. So geht's nicht, Leute. So geht's nicht. Jetzt müssen wir erstmal, glaube ich, einmal eine Heilung machen. Dann, wer ist denn hier so gefährlich und kann sowas zaubern? Die Wächter sind ja alle kein Problem. Wer Tiger? Wer Ratte? Wächter? Wer hat denn das gezaubert? Wer ist ein Gärtner? Aha, Drachenjünger, Hexenmeister, Mönch. Nowhere to run. Das könnte so sein. Die sind alle neutral. Manche sind auch böse. Gut. So, du machst das. Dann müssen wir hier irgendwie ein bisschen mehr reißen. Eieieiei. Ich würde mal sagen... Energie... Verzögern, es ist alles Quatsch. Gemeinschaftliches Steinhaut finde ich ganz gut, wenn wir das mal machen auf uns. Das könnte jetzt hier irgendwie fett werden. Okay, dann muss Waylon muss eigentlich dringend Hass zaubern. Ebenso wichtig. So. Warum dauert das so lange? Kannst du das nicht einfach von... Ach so, Ekun erreicht dort diesen komischen... Gärtner nicht. 165. Hast, Lindsay, mach bitte dein Lied an, das hast du schon. Wir könnten noch, das ist auch noch relevant oder interessant, wir könnten noch verlangsamen. Ach, verlangsamen brauchen wir gar keinen Stab nutzen, sehe ich gerade. Wir haben ja verlangsamen selbst als Zauber.
zauber das mal dorthin. Ja, die kümmern sich jetzt alle dort hübsch um die Skelette. Ne, ihr verbleibt bitte hier, nicht die Falle auslösen. Machen wir hier Schaden? Ja. Okay, den Gärtner können wir vielleicht sogar alleine erledigen. Der erste kommt rüber, das heißt, wir können jetzt hier rangehen. Oder mitgehalten? Ich weiß. Wer zaubert das immer? Das ist dieser verdammte Gärtner. Ihr V. Was machen wir denn mit dir? Kannst du nicht kritische Wunden verursachen, auf dich selbst machen und dich dadurch heilen? Ja, ich glaube, das ging doch immer so. Ganz wichtig. So. Nicht da reinlaufen. Diese blöde Falle. Ah, hier fällt, du sollst das auf dich ziehen. Ich glaube aber, wir haben diesen Gärtner erledigt, ne? Ah, sehr gut. Hast ist jetzt endlich auch raus. Wir haben keinen Feuerball mehr, aber wir haben noch hier einen schönen Flammenbogen. Der ist auch ganz gut. Und Gott sei Dank, du machst dir immer richtig gut Schaden. Wirft hier einer... Die werfen Sprengbomben auf sich selbst. Das ist hervorragend. Gut, wir müssen also diese Wehrratte da jetzt erstmal ausschalten. Die wirft da offenbar diese Bomben. Den Gärtner haben wir ja jetzt. So. Und wisst ihr, was ich jetzt noch mache? Ich werde mit Waylon hier diese blöde Falle enttarnen. Lindsay, warum läufst du da hin? Komm. Kannst du mal bitte die Falle... Ne, die kommen jetzt alle auf uns zu. Dann mache ich es doch nicht. Wieder zurück. Gehen jetzt alle auf Harem. Der kann ja nicht kämpfen. Und die anderen auch. Sehr gut. Wahrscheinlich ist die Falle gar nicht so schlimm. Aber ihr Fell sieht nicht mehr gut aus. Da will ich nicht, dass sie in die Falle läuft. Deswegen versuche ich sie nach hinten zu bringen. Okay. Dann haben wir nur noch den Fuzzi da. Nowhere to run. Ja, jetzt haben wir natürlich die Falle ausgelöst. Der blöde Hund war's. Person beherrschen, das heißt, er greift uns jetzt an. Oh, wartet mal. Können wir das nicht irgendwie verhindern? Ah, das ist ja doof jetzt. Können wir ihn nicht irgendwie Magie brechen? Es gibt doch irgendwie Magie bannen. Geht das auch auf diese Art und Weise? Nein, nicht ihn angreifen. Oder ist Herz Harem erwischt? Wen hat es denn jetzt erwischt? Ich seh gerade mehr durch. Hat es unser Hund erwischt? Beherrschung. Ja. 1:14. Offenbar Magie bannen hat jetzt nichts geholfen. Im Prinzip müssen wir einfach nur diese Zeit abwarten. Und niemand darf was machen. Nee, auch Valerie nicht. Und Lindsay auch nicht. Im Prinzip, unsere ganze Gruppe muss auf Halten gestellt sein. Ah, jetzt nimmt er sich natürlich genau hier Fell zum Ziel. Nein, nicht auf ihn schießen. Obwohl, wenn der Hund stirbt, ist eigentlich auch nicht egal, weil der wacht wieder auf. Aber es muss doch irgendwie gehen. Wie war denn das? Magiban, du hast es ja gar nicht gezaubert. Ach so, ich muss das hier erstmal wählen. Na, schuldig, Leute. Magie-Bann-Ziel. Dann müsste es vielleicht gehen. Versuchen wir es. Kleine Verwirrung. Ja. Fehlschlag? Nein, das kann doch nicht wahr sein. Wir können den Zauber noch nicht mal wiederholen. Hat noch irgendjemand sowas? Gibt es auch sowas wie Beherrschung brechen? Also wenn, dann müsste es Harem oder Lindsay vielleicht haben. Lied der Zwietracht. Verzauberung brechen. Das müsste es sein. Lindsay? Beherrschung, Willenrettung. Ist das Ganze mal vorbei? Hört auf zu schießen. Nicht auf Freunde schießen. Zaubert sie das jetzt mal? Ah, es ist vollbracht. Okay, also das war's. So geht es, Leute. Ja, entschuldigt bitte die etwas schwere Geburt. Am Ende haben wir es ja noch ganz gut hinbekommen. Erstmal ein bisschen heilen. Okay,
Okay, das war Quatsch, dass wir das jetzt noch eingesetzt haben. So, was hatten die denn bei sich? Eieiei, wieder wertvolle Rüstung. Immerhin auch Geschenk der Dryade. Und auch die Schwerter sind gut. Okay, also die Wächter, die haben schon was. Die können schon was. Und hier, wissen wir nicht, hier ist eine Kiste. Ach komm, wir lassen den Schnaps jetzt stehen. Was haben wir denn hier? Fließende Uhr? Ist das das, weshalb wir hier sind? Ich weiß es nicht. Das ist jetzt der Gärtner. Amulett plus 2. Stirnreif Charisma plus 2. Was auch immer dieser Gärtner ist. Die Wehrratte hatte eine Weste des Bombenwerfers. Und hier liegt was verborgen. Ah, ein angeschlagenes Vergrößerungsglas mit dem Brandzeichen der Technikliga. Mal wieder was von der Technikliga. Sehr schön. Und ein singende Klinge, ein Speer. Ein sehr wertvolles Speer. Gerät der Träger dieses plus 3 unter den Einfluss eines Bardenauftrittes. Erhöht sich sein Verbesserungsbonus. So, und das ist tatsächlich das Zentrum dieses Objektes. Und wir können eins machen, wir können diese Uhr zerstören. Und brauchen dafür aber... Oh, ihr Fall ist immer noch... Ah, wisst ihr was? Wir heilen ja gar nicht hier, Fall. Auf die normale Art und Weise. Das müssen wir anders machen. So. Dennoch ist die Frage, sind wir in der Lage... Ah, wir können noch nicht mal ein Lied des Erfolgs... Sind wir in der Lage, das zu zerstören? 18 Stärke? Gilt da der Pluswert oder der allgemeine Wert? Wir versuchen es mal. 4 Stunden. Evindra ist dort. Das ist die, die gewarnt hat in dem Traum. Was macht die denn hier? Die schöne Nereide ist leichenblass. Als du dich ihr näherst, erschaudert sie. Ich kenne euch, ihr seid ihr Hund. Ich habe eine Nachricht für euch. Die Nereide erstarrt und blickt mit blinden Augen ins Leere. Als sie weiterspricht, hörst du nicht ihre, sondern eine andere Stimme. Eine Stimme, die dir nur allzu vertraut ist. Nur noch 2 für 1000. Noch 2 Staubkörner und mein Kelch ist voll. Mir ist egal, wer der Erste ist oder das Erste. Ihr und euer Land, mein Hündchen. Oder Pitax und sein Herrscher. Die Zeit naht. Also genießt das Leben. Kämpft oder feiert euren Sieg. Jeder eurer Schritte bringt mich meinem Triumph näher. Nehmt das Werkzeug, das euch versprochen wurde. Es wartet hier auf euch. Auf dem Grund des Sees in der Abtei. Aber vergesst nicht. Mein Pfau weiß bereits, dass ihr sein Geheimnis gelüftet habt. Er hat Angst und wird gewiss bald handeln. Nach diesen Worten lässt die Nereide ihre Schultern hängen und senkt den Kopf. Es sind nur noch 2 Staubkörner. Ich glaub es nicht, liebe Leute. Können wir nicht noch schnell irgendwo ein anderes, zweites Reich außer dem unseren irgendwie zum Untergang bringen? Können wir dann nicht einfach so weitermachen? Ist nicht das Reich von Nerissa irgendwo in der ersten Welt? Stört es uns, wenn sie diesen Fluch brechen kann? Können wir nicht irgendwie einen Deal mit ihr machen? Wer seid ihr? Warum sprecht ihr mit Nerissas Stimme? Die Nereide hebt den Kopf und starrt dich mit großen blauen Augen an. Ich bin Evindra. Ich habe meine Base, Nerissa, viele Jahre lang als lebendes Werkzeug gedient. Ich war ihre Stimme. Und ein Geschenk für ihren Pfau, König Irovetti. Durch mich konnte er mit ihr sprechen. Ah, deshalb ist er mir hierher gereist. Okay. Warum sollte euch Nerissa das antun? Das ist eine lange Geschichte, aber ihr kennt sicher schon einen großen Teil davon. Vor langer Zeit war meine liebe Base anders, doch dann traf sie einen Fluch, der sie völlig veränderte. Es ist lange her, dass ich Nerissa erkannte. Unsere einst so stolze, mutige und visionäre Anführerin, der Fluch raubte ihr das Herz. Und ihre ersten Opfer waren ihre Schwestern, die Nymphen und ich selbst. Die gesichtslosen Schwestern später dann. Von welchem Werkzeug hat Nerissa gesprochen? Ein dunkles Geheimnis ist in diesen Tiefen verborgen, die Gebeine der Opfer eines heimtückischen Mordes. Seite an Seite liegen sie auf dem Grund des Sees, die Kinder 4 adliger Familien aus Pitax.
Liacenza, Catanai, Vascari und Strokal. Ich weiß nur wenig über die Spiele sterblicher Monarchen, aber ich habe Irovetti lange Zeit beobachtet. Er befürchtet, diese Knochen könnten geborgen werden und die Rache ihrer noch lebenden Verwandten nach sich ziehen. Deshalb hat euch Nyrissa verraten, wo ihr nach den Leichen suchen müsst und ihm, dass ihr kommen würdet, um sie zu bergen. Zwei Herrscher, die sich gegenseitig an die Kehle gehen, ist genau das, was sie braucht. Nyrissa, liebste Base, was ist nur aus dir geworden? Wer war dieser seltsame Halbling, der mich am Eingang angegriffen hat? Warte mal, hat uns ein Halbling angegriffen? Ist hier dieser komische Gärtner gemeint? Elvindra runzelt die Stirn und zischt durch zusammengepresste Zähne. Der Gärtner! Unter diesem Namen war er bekannt. Dieser Wahnsinnige war besessen von mir. Und Irovetti hat seine Schwäche genutzt, um seinen treuesten Wächter aus ihm zu machen. Ich will nicht mehr über ihn reden. Okay, danke für diese Information. Lebt wohl. Wartet, ich flehe euch an. Bitte nehmt mich mit, König. Lasst mich in eurer Hauptstadt leben. Ich werde es euch vergelten, indem ich euch alles erzähle, was ich weiß. Ich will euch helfen. Und auch Nyrissa will ich helfen. Wenn jemand den Fluch brechen kann, dann ihr. Ich würde euch davon abraten. Es wäre nicht das erste Mal, dass uns ein Wesen aus der ersten Welt verrät. Wir können uns nicht auf ihren Wunsch, Buße zu tun und uns zu helfen, verlassen. Ja, Leute, aber ich glaube, wir haben einige Momente der Wahrheit erlebt, an die Nyrissa nicht manipulieren konnte. Und das war diese Traumsituation. Und da hat sie sich wirklich, ich finde, gut verhalten. Und insofern glaube ich, dass das stimmt. Also gut, ich brauche vielleicht mehr Informationen. Danke für eure Güte. Okay. Gut, Leute. Und hier sind die Seeuntiefen. Und ich denke, dort werden wir jetzt hier noch hineintauchen. Der unterirdische See sieht aus wie ein silberner Spiegel. Die Reflexionen auf seiner Oberfläche sind so klar, dass du jede Falte deiner Gewänder und jede einzelne Strähne deines Haars erkennst. Was sich unter der Wasseroberfläche verbirgt, entzieht sich deinen aufmerksamen Blicken jedoch. Hiram hakt seine Hände in seinem Gürtel ein und sieht sich glückselig um. Was für ein wunderbarer Ort! Einst tobte hier die sinnlose Eitelkeit des Lebens, doch nun herrschen nur Trostlosigkeit und Stille. Bin ich der Einzige, der das spürt? Die Schönheit der Trostlosigkeit und des drohenden Unheils? Ja, Leute, wir springen in den See. Du springst in den See. Erneut bemerkst du die silbrige Qualität des Wassers. Als wäre es von Licht erfüllt oder würde dieses Licht selbst verströmen. Doch unter dem friedlichen Schimmern verbergen sich schreckliche Dinge. Am Grund des Sees treiben mindestens 2 Dutzend Leichen. Die Toten scheinen dich anzustarren, einige aus den leeren Augenhöhlen von Totenschädeln, andere mit albtraumhaften toten Augen. Als eine der Leichen an dir vorbeitreibt, spürst du, wie dir ein kleiner metallischer Gegenstand in die Hand fällt, offenbar ein Siegelring. Okay, wir können die Leichen untersuchen. Ja, das sollte gelingen. Einer der Toten trägt einen violetten Gürtel, ein anderer einen schwarzen Wams mit grünen Stickarbeiten. Du erkennst sofort die Insignien der 4 Handelshäuser. Hier liegen Leichen aller großen Familien, die einst in Pitax herrschten. Wir versuchen uns nochmal tiefer zu tauchen. Ach, verdammt, dir fehlt die Kraft, um noch tiefer zu tauchen. Sollte dieser See noch weitere Geheimnisse bergen, sind sie dazu verdammt, verborgen zu bleiben. Gut, wichtig. Wir haben die Abtei der Weißen Rosen erkundet und haben vermutlich jetzt die Mittel, um Irovetti zu stürzen. Aber wollen wir das überhaupt? Das führt ja am Ende auch dazu, dass Nyrissa einen Schritt weiter ist und wir noch das letzte Bollwerk sind, gewissermaßen. Eieieiei. Okay. Na gut. Gut. Dann sieht es so aus, als hätten wir alles erledigt. Ich werde das nächste Mal nach Funkelstein zurückkehren. Nach Funkelwacht. Und in die Hauptstadt, sagen wir es mal so. Und dann werden wir vielleicht nochmal mit Yfell sprechen. Dann werden wir Octavia mitnehmen. Und ich denke, dass wir dann nach Pitax reisen können. Denn jetzt haben wir Beweise
Jetzt geht es den König an den Kragen. Vielleicht finden wir zwischendurch noch unseren Thron wieder. Das wäre auch ganz nett. Also, bis dann, macht's gut, euer Steinballen.